Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, irgendeinem unserer Nachbarn hier den Krieg zu erklären, ohne dass wir uns jetzt hier völlig exponieren. Und es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten, aber ich kam zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich sinnvoll sein könnte, auch wenn es wahrscheinlich den einen oder anderen sehr, sehr sauer machen würde hier in der näheren Umgebung, dass wir hier uns mit Mewar anlegen. Mewar ist allerdings immer noch verbündet hier mit Villa Yanaga, aber das würde wahrscheinlich bedeuten, dass ich meine Truppen hier rausbekomme. Sie sind auch mit Barmanis verbündet. Das ist dieser kleine Knirps hier. Aber das hilft uns an der Stelle auch nicht wirklich weiter. Oder wir akzeptieren jetzt einfach mal eine Phase des Friedens. Gut, wir könnten natürlich auch Transoxanien angreifen. Das dürften wir wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit überrennen. Die sind mit Malwa und mit Yarkand verbündet. Also der Zipfel hier an der Stelle. Wo war nochmal hier? Transoxanien hier, genau. Und dann Malwa. Das ist das Rote hier an der Stelle. Hier gibt es allerdings leider keine Festung oder sowas in der Art und Weise. Also es wird schwierig werden, aber sicherlich nicht unmöglich. Vor allem, weil die so gut wie gar keine Truppen haben. Ich würde sogar fast so weit gehen zu behaupten, dass wir das hier wahrscheinlich mit einer minimalen Zahl an Truppen schaffen dürften. Deswegen bewege ich jetzt hier meine Soldaten schon mal daran. Und dann holen wir uns jetzt hier. Ihr seht, es gibt genügend, was ich hier noch als Kriegsgründe anbringen kann. Ne? Also Transoxanien ist etwas, was natürlich stirbt gerade eben einer meiner Befehlshaber. Etwas, was für uns hier absolut noch erstrebenswert wäre. Also, liebe Soldaten, macht euch mal ran. Transoxanien wird unser werden. Die haben gerade eben sowieso ihr eines oder anderes Problemchen, wenn ihr so wollt. Oh, ich habe wieder was konvertiert und wir können wieder unsere Religion verbreiten hier in Samarkand. Nice. Das machen wir doch glatt mal. Warte mal, wie finde ich denn jetzt diesen... Wo waren das hier nochmal? Samarkand. Da oben, da versuche ich jetzt meine Religion durchzudrücken. Ja, die Frage ist bloß, ob das jetzt hier... Eigentlich ist es sogar eines unserer Kerngebiete. Okay, sei es drum. Wir machen damit weiter. Wir haben ja auch nichts mehr hier am Laufen. Ich würde jetzt also tatsächlich, sobald ich jetzt hier die nötige militärische Macht habe, hier zuschlagen. Ja, Polen, Litauen, den behalten wir gerade eben mal bei. Dann ist der noch dran und aus irgendeinem Grund, hier brauche ich glaube ich gerade eben etwas, kann ich den hier nicht konvertieren. Hier brauche ich noch irgendeine x-beliebige Manufaktur. Eine Soldatenhalle würde mir hier 750 Mann bringen. Eine Textilmanufaktur würde mir hier eine Menge mehr Handelsgüter bringen. Das rechnet sich ja definitiv. Also dann ist das jetzt hier schon mal geplant. Wir haben hohes Freiheitsstreben bei einem unserer Untertanen. Wieder eine Konvertierung erfolgreich. Nice. Ich muss mal mit dem hier dringend auch mal reden. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und ihn auch irgendwann mal dann mal diplomatisch bitten, die einzig wahre Religion anzunehmen. Was? Staatenlose Gesellschaft? Ihr seid ja mal echte Wüstgläubige. wir machen das jetzt hier mal direkt. Nee, warte mal, Religion durchsetzen geht erst, wenn die Meinung positiv ist. Das habe ich aber auch schon fast erwartet. Okay, also dann neuer General. Das ist einer der schlechteren, so wie es aussieht. Gut, dann werden wir nicht losschlagen. Ach komm, scheiß auf das. Hier was bei... Nogai. Nee, wisst ihr was? Ich werde das ablehnen.
Ich lehne das ab. Ah, kann ich das... Das Bündnis kann ich gerade eben nicht auflösen, nee. Ich droppe die jetzt, auch wenn ich dadurch jetzt die Prestige verliere, weil ich jetzt selber eigentlich diesen Krieg erklären wollte in 10 Tagen. So. Also habe ich sie jetzt hier im Stich gelassen, aus egoistischen Gründen. Für Kijou. Und so weiter. Also ich habe jetzt einen Feind weniger. Einen Verbündeten weniger. Das ist jetzt hier der Easy-Mode. Wir werden jetzt hier auf sie drauf marschieren. Haben die sich hier ebenfalls bereit erklärt, mitzukämpfen oder nicht? Jarkant sind die einzigen, so wie es aussieht, die hier noch irgendwelchen Ärger machen könnten. Also gut, dann holen wir einfach... Ja, nee, wir brauchen da nicht noch mehr Truppen. Das passt schon so. Oh, hier sind jetzt die 22.000 von denen. Die stelle ich jetzt hier mal direkt. Ich werde denen hier nichts lassen, hier meinen ehemaligen Verbündeten. Die Sache mit Nogai hat sie... Oh, das war ein Stackwipe. Das war ein Stackwipe. Okay, maximale Gönnung kann ich dazu nur sagen. Das war angenehm. Ja, für Nogai wird das jetzt ein bisschen blöd werden, weil ich jetzt hier ihnen weitgehend schon voraus sein werde. So, jetzt haben wir das hier besetzt, dann gehst du noch dahin. Oh, ich bekomme eine Rebellion irgendwann mal irgendwo. Wie mir scheint. Ach ja, wieder mal in Indien, ey, das... Ich behalte die hier doch mal unten. Die Inder sind ein bisschen zickiger, als man meinen soll. Was? Ich kann da durchlaufen? Halleluja, ich krieg dich hier raus. Oh, wie gut ist das denn? Ich krieg dich da raus. Entschuldigung, das ist fantastisch. So, Großprojekte können gefördert werden. Verstärkungsrate Regimenter. Innovationsfähigkeit, Zuwachs. Ich habe doch eigentlich schon ein anderes am Laufen, hier bei Chiva. Und ich möchte eigentlich Chiva auf die dritte Stufe bringen. Das Problem ist, das kostet über 5000 Gold. Das heißt, wir werden jetzt hier das Gold mal ansparen, dann haben wir endlich auch eine weitere Mission hinter uns. Also wir können jetzt schon mal festhalten, Leute, dass die Sache hier ätzender wird mit Nogai als ursprünglich gedacht. Unsere alte Freundschaft hat sich komplett erledigt. Das ist offensichtlich. Der geht jetzt hier direkt schon weiter. Das Gute ist, dass die halt hier überhaupt nichts erreichen werden. Ich könnte theoretisch Transoxanien zum Vasall machen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir marschieren mal hier auf diese Festung. Okay, ihr habt diese Festung dummerweise jetzt hier schon genommen. Das hilft mir natürlich kein Stück jetzt weiter, dass ihr diese Festung hier beansprucht. Ja, komm. Machen wir automatisches Belagern hier. Die Fertigkeiten des Shabanu. Seit Fatima dem Hof erreichte, entwickelte sie ein starkes Interesse an der administrativen Angelegenheit von Eranchar. Dies hat einen Punkt erreicht, in dem die Shabanu zu einer gewissen Autorität in Angelegenheiten, die das Personal und den Betrieb des Schlosses betreffen, geworden ist. Sie genießt nicht nur das Vertrauen des Shahanshah selbst, sondern auch des Adels im Allgemeinen. Kaiserreich hat selten so Effizienz erfahren. Boah, nochmal administrative Technologien werden vergünstigt. Und wir haben eine Handelskrise. Unsere Händler berichten, dass sie einen wachsenden Widerstand bei ihren Handelsaktivitäten erfahren. Sie reden, als ob dies das Ende der Welt wäre und befürchten, niemand im Leben eine weitere Kupfermünze einzunehmen. Ja, dann mache ich mal lieber das hier mit ein bisschen Diplomacht. Also wir haben eine gewisse Einbuße in puncto Handel. Und müssen leider damit leben. So, wer ist jetzt eigentlich hier gestorben? Der hier ist, der unser Berater ist gestorben. Für die administrativen Sache Prestige. Missionsstärke, Steuereinnahmen. Inflationsreduktion. Ich denke...
Besteuerung sind wir bei 71. 10% wären halt dann nochmal 7 Ducats. Also der würde sich definitiv lohnen. Das heißt, wir nehmen den. Genau, wir nehmen den. 134 Dukaten. Ja, also wir sparen einfach weiter, ne? Also Transoxanien war sowieso mal Zeit, dass das jetzt hier endgültig mal in die Binsen geht. Und noch eine Konvertierung. Also, dann sind das hier 2 von 3 Festungen, so wie das hier für mich aussieht. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Die Frage ist halt, was machen wir mit Nogai? Nogai ist jetzt auf einmal ziemlich sauer auf uns, wegen dem entehrten Bündnis. Und hier geht es um wissenschaftliche Instrumente. Mit neuen Entwicklungen der Kunst des Glasmachens und der Metallbearbeitung wird die Möglichkeit geschaffen, spezielle wissenschaftliche Instrumente zu schaffen. Linsen, die das Entfernte und das Kleinste vergrößern, sind für unsere Astronomen und Naturphilosophen von unschätzbarem Wert, während Chemiker ihr Handwerk mit komplizierten Metallwerkzeugen verfeinern können. Jüngste Durchbrüche haben Iran Shah einen wissenschaftlichen Vorsprung verschafft. Wir können nur gespannt sein auf die neuen Entdeckungen, die hierdurch möglich geworden sind. Noch mehr Innovationsfähigkeit. Jetzt geht's aber rund hier. Jetzt sind schon 71. Ich weiß gar nicht, was. Also ich glaube, dass 100, glaube ich, der Höchstwert ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. So, wir haben es auch hier geschafft, die Beziehungen übrigens positiv zu drehen. Wir werden es auch mal versuchen, die Religion durchzusetzen. Ach ja, das hohe Freiheitsstreben. Happy sind sie nicht. Halten wir das mal fest. Den hier kann ich gerade eben nicht. Warum kann ich das nicht? Ach, weil die Provinz belagert wird. Da, deswegen. Ja. Irgendwas ist ja immer. So, ihr belagert das jetzt hier. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich abgeht. Man kann hier reingucken. Wir sind bei 64%. Was machen wir jetzt mit ihm hier? Der ist jetzt hier endlich aus der Nummer rausgekommen. Na, dann komm mal her. Ich habe endlich meine vollständige Armeen wieder. Na, das hier wurde jetzt leider in diesem Moment von unserem Feind besetzt. Wir gucken jetzt, dass wir die anderen beiden Dinger hier bekommen. Ein Agent des Osmanischen Reiches wurde entdeckt. Dinge, die wir ignorieren wollen. Weitere Konvertierungen sind durch. Jetzt müsste ich eigentlich hier die Konvertierung starten können. Genau, wunderbar. So, du schlägst hier noch zu. Sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt super unlucky hier an der Stelle. Weitere Konvertierungen. Ja, komm, wir schießen einmal drauf. Bumm. Hat leider nicht gepasst hier. Du kannst schnell noch hier hingehen. Dann wird Transoxanien hoffentlich bald weniger ein Problem sein. Wenn wir die jetzt hier gleich zu unseren Vasallen machen. Ich meine, rein technisch gesehen, ne, bin ich auch bereit, die alle wieder freizulassen. Ich will nur Nationen schaffen, die, ja, meine Religion haben. Ganz einfach. 57% hier. Den Rest haben wir jetzt halt eigentlich schon. Oh, ich kann die da oben noch schlagen gehen. Wobei das sogar noch eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung, wo diese Armee hinrennt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Aber wir haben jetzt schon die 36 hier. 71%, oh Mann. So, und... Na also. Also sind wir bei 47%. Viel geiler wird es kaum werden. Oh! Du hast einfach den geschluckt. Das ist mal ein Vorgang. Okay. Ich guck mal, ob das überhaupt möglich wäre. Nee, das würde die 100% übersteigen.
Gut, dann snacke ich einfach raus, was ich raus snacken kann aus dem Verein. Wäre jetzt hier so mein Gedanke. Wobei, wir können auch noch einfach ein bisschen warten. Ja, also ich habe da jetzt kein Problem mit. Du bleibst hier, du kannst hier nochmal ein bisschen plündern. Ein bisschen Geld liegt da ja noch auf der Straße rum. Das ist völlig in Ordnung. Ich könnte auch noch mehr Soldaten gebrauchen, aber ich weiß noch nicht, wohin mit der ganzen... doch, ich habe eine Idee. Wir werden uns Soldaten holen. Wir werden also noch mehr Soldaten uns rekrutieren, sobald wir die 4000 Gold zusammen haben, die wir für die eine Mission brauchen. Noch eine Konvertierung. Das ist der Wahnsinn, dass wir jetzt hier gerade eben zusammen konvertieren. Kann ich mal gerade eben mal die Religionskarte sehen? Zoroastrisch. Also wir haben hier einiges schon. Ne, das ist so nietisch. Das ist zoroastrisch, zoroastrisch, orthodox. Nee. Also ich weiß nicht, wo diese zoroastrische Nummer stattfindet. Hier doch, Religion der Provinz zoroastrisch. Doch, hier passieren zoroastrische Dinge. Wobei, hier ist auch noch Hindu. Ja, aber hier passieren zoroastrische Dinge. Möglicherweise wird da früher oder später doch noch eine Religion sich verbreiten, mit der wir nicht gerechnet haben. Zumindest ist die Chance da. Ach nee, das kann ich ja hier nicht plündern. Oder doch, kann ich hier plündern? Kann ich plündern in Ländern, die dem anderen gehören? Hier kann ich's. Das ist faszinierend. Und kommt vor allem unerwartet. Ich kann also tatsächlich seine Ländereien ausplündern. Das beobachte ich hier gerade immer, ob das hier auch nochmal geht. Unterstützung unternehmerischer Richtlinien. Ich bekomme nochmal Merkantilismus. Den nehmen wir gerne. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das nochmal geplündert bekommen. Also wenn, dann ja. So, jetzt haben wir dich hier auch konvertiert. Gut. Das, ja doch, wir nehmen das Ding hier aus. Ich bin fasziniert gerade eben. Aufstieg des Mobeden. Die Macht des Mobeden beruhte noch nie auf dem Staat selbst. Vielmehr gewährt der Mobeden aufgrund seiner Verbindung zur geistigen Welt in vielerlei Hinsicht dem Shahanshah seine Legitimität. Eine Kombination aus geschickten politischen Manövern, wahrgenommenen schlechten Omen und großzügigen Spenden von unseren Untertanen haben die Macht dieses Standes in der letzten Zeit zentriert. Ja, dann bekommen die noch mehr Einfluss. Aber die Aswaran sind eigentlich die Chefs hier in diesem Lande. So, sind wir bei 49%. Das Problem ist, keiner von uns wird hier wirklich jetzt einen großartigen Sieg heraushauen können. Es sei denn, ich würde denen den Krieg erklären, was aber einem Bruch der Waffenruhe gleich käme. Naja, es ist ein Bruch der Waffenruhe. Kann ich mit euch jetzt hier nochmal reden? Inzwischen wären sie bereit für sowas. Was kann ich denn hier noch nehmen? Die Frage ist halt, ob mir das reicht für den Anfang. Ja, von Anfang reicht das schon. Also gib mir halt nochmal hier ein bisschen Kohle. Nationen entlassen. Afghanistan. Warte mal. Geht das? Was ist, wenn ich sage... Diese Auswahl kann nicht mit Provinzabtreten kombiniert werden. Lol. Also dann würde hier halt Afghanistan entstehen. Ja, aber das wäre mir ehrlich gesagt zu wenig. Also dann nehme ich das dann halt doch lieber an mich. Sagen wir, wie es ist. Und das hier machen sie leider nicht mit. Also gut, dann will ich mal damit zufrieden sein. Du kommst hier raus. Du marschierst dahin. Du marschierst dahin. Und du dahin.
Und jetzt können wir direkt gleich wieder koren. So, kort mal fröhlich. Und gleich haben wir das, das Geld angespart. Verteidiger des Glaubens gegen Nogai. Sie sind loyale Verfechter des wahren Glaubens. Was? Oh, ich habe jetzt ein Kriegsziel gegen Nogai dadurch. Oh, wir haben die 4000 endlich. Oh Mann, ist das wichtig. Also, Reichtümer. Baukosten werden um 10% reduziert. Bauzeit ebenso um 25%. Entwicklungskosten für die nächsten 25 Jahre. Dann kann ich als nächstes machen Kulturzentrum. Ich muss eine Hauptstadt mit mindestens 25 Entwicklung haben. Bekomme ich noch mehr Produktionseffizienz, Steuereinnahmen lokal und Entwicklungskosten bis zum Ende des Spiels. Restauriert die Gebäude haben wir auch schon. 30 in Besitz befindliche Provinzen, derzeit 61, müssen in Persien mindestens ein Gebäude besitzen. Und dann bekommen wir jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die Kaufleiterstand erhält das Privileg große Bauwerke des Irans. Das sorgt dafür, dass wir noch mehr Absolutismus verlieren, aber noch mehr Loyalitätsgleichgewicht und so weiter und so fort, von denen wir bekommen. Bin ich am Überlegen, ob ich ihnen das gebe. Kaufleute, große... wo war denn das hier? Kontrolle über Geld, private Handelsflotten, Monopol. Die haben ja sehr... Hier, große Bauwerke des Irans. Wobei, sie würden dadurch halt auch Land bekommen. Ja, aber damit kann ich leben. Ganz im Ernst. Hauptsache, die sind glücklich und sorgen dafür, dass sie mir noch mehr Boni bringen an der Stelle. Oh! Ich kann eine Institution fördern. Ja, dann fördere ich den globalen Handel. So, ich habe nochmal einen weiteren Händler dadurch jetzt hier bekommen. Kann eine weitere, nee, sogar zwei weitere Missionen abschließen. Persisches Schneider. Da brauche ich, wie ihr sehen könnt, mindestens 20 Seidenproduzenten, Tuch oder Farbstoffe. Das sorgt dafür, dass ich einfach mal 600 Dukaten jetzt wieder bekomme. Neues Kaufleutestand. Privileg Perserteppiche fördern. Eran Shah erhält das Privileg Perserteppiche. Loyalität für Kaufleute. Und sorgt dafür, dass ich noch mehr produzierte Güter lokal habe. Das machen wir auch. Perserteppiche, Perserteppiche. Wo sind die Perserteppiche? Sind die ganz unten jetzt auch hier? Perserteppiche fördern. Genau. So. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch die Seidenstraße. Eran Shah hat 50% mehr Handelsmacht. Aktiviert die Handelspolitik. Profit maximieren. Verbessert. Also ich habe jetzt verbesserte Handelspolitiken am Start. Und dann können wir noch die Perserteppiche abschließen. Mission Perserteppiche, bla 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 bla. Ihr seht, was ich hier machen muss. Jede Menge Seide, Tuch und Farbstoffe produzieren. Und dann bekomme ich jetzt, wie ihr sehen könnt, wir halten ein Ereignis, indem wir den Handelswert von Seide, Tuch und Farbstoff manipulieren können. Dann schauen wir mal, was es für eines ist. Dank der gestiegenen Produktion von Teppichen und unserem Monopol auf Textilien werden Nachfrage und Angebot von Seide, Tuchen und Farbstoffen von unserer Hand bestimmt. Es gibt viele Wege, Gewinn aus unserem wirtschaftlichen Einfluss zu ziehen. Senkt die Produktion, um die Nachfrage zu erhöhen. Dann bekomme ich 5 Merkantilismus. Preis für Seide verändert sich um 150% bis zum Jahre 1660. Okay. Erhöht die Produktion, um den Markt zu überschwemmen. Dann sinkt der Preis, aber ich bekomme 1400 Gold sofort. Oder unsere derzeitige Produktion an den Verkaufen und Teppichen ist ideal. Bekomme ich für die nächsten 60 Jahre einfach nochmal ein bisschen mehr. Ganz im Ernst, ich glaube, das ist der beste Wert. Ja, ich finde es ideal. So, haben wir 1600 Gold jetzt hier am Start. Und wir können hier natürlich noch weitermachen. Konkurriert mit Hormus. Eran Shahs Macht hier unten muss 75% bei der Handelsmacht sein. Das ist theoretisch noch möglich, wenn ich diesen Händler jetzt, den ich bekommen habe, hier reinpacke. Ich dachte, ich hätte gerade eben einen Händler bekommen. Anscheinend habe ich keinen bekommen. Ich habe immer noch teure Erlasse, wie ich gerade eben hier sehe. Ja genau, den brauche ich nicht mit diesem Erlass.
zahlen wir erstmal diesen Kredit. Guck mal, jetzt machen wir 155 Dukaten pro Monat. Das ist schon wirklich sehr, sehr fantastisch. Das hier können wir noch ausbauen. Und das und das. Okay. Also geldtechnisch sind wir absurd unterwegs. Ich sag's euch. Absolut absurd. Was ist das? Jemand beantragt Wissensteilung. Jas hätte gerne eine Wissensteilung. Ja, das geben wir denen. Da ist doch der Händler. Der war bloß gerade eben noch nicht wirklich vorhanden. Also, Handelseinfluss übertragen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der ankommt, ob der seinen Handelseinfluss jetzt hier... Ja, er hat immer noch 65% erhöht. Wir wollen hier konvertieren. Oder wollen wir das? Ich muss mal gerade eben mal gucken. Möglicherweise wollen wir das auch nicht. Hier könnten wir Setz auf Handelspolitik, Handelsmacht, Umschlagplatz plus 10%. Spionagenetzwerk aufbauen, nee. Effizienzbelagerung, nee. Beziehungen verbessern, auch nicht. Nee, also wenn es nach mir geht, würde ich schon versuchen, hier die Religion durchzudrücken. Aber das hab ich ja, glaube ich, schon aktiviert, ne? Ich glaube, das habe ich schon aktiviert. Dass das jetzt hier alles dahin fließt. Das Dämliche ist, dass ich eigentlich hier einen bräuchte, der mir das jetzt hier reinführt. Muss man mal an der Stelle hier mal betonen. Warte mal, wenn ich dich jetzt hier rausnehme, mein Freund. Also welcher ist denn das? Das ist der Mohammed Sadiq. Da. So, der geht jetzt mal 4 Tage lang darüber. 63%. Ja. 64. Ja, 73%. Ja, das hat jetzt hier schon einiges beigetragen. Ich lasse es mal. 107. Ja, das haut rein. Das war äußerst effizient, was Geld angeht. So. Ich kann nochmal 12 weitere Bataillone theoretisch haben. Wie lange muss ich hier noch warten? Noch eine Weile. Wie pleite seid ihr denn noch? Wahrscheinlich sehr. Spanien würde mitmachen. Ja, also ganz im Ernst, mehr als Spanien brauche ich nicht. Also unsere Truppen marschieren jetzt hier rüber. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal, Leute, gegen die Ottos ein weiteres Mal ziehen. Dieses Mal mit noch mehr Schlagkraft. Können wir mal gespannt sein, wohin das Ganze jetzt hier führen wird. Gibt es hier unten eigentlich gleich noch eine Rebellion oder haben die sich jetzt alle entspannt? Die haben sich alle entspannt. Das heißt, die können jetzt auch da hochmarschieren. So. Den Ottos wird es gleich schlechter gehen, ich sag's euch. Also wir müssen halt den gesamten türkischen Teil hier erobern. Vergessen wir das nicht. Das ist schon immer noch sehr, sehr krass viel. So, Moment. Bauen wir das da aus. Und das da. 11. Hier sind es nur 10. Wir brauchen noch mehr Soldaten. Ja, ich will halt noch mehr Soldaten haben können. Produktionsforschung ist fehlerhaft. Diese neuen Techniken in unserer Produktion sind gerüchteweise fehlerhaft und mehrere führende Adlige treten dafür ein, sie abzuschaffen und zu den alten, getesteten Methoden zurückzukehren. Na, weg mit dem Prestige. Das kriegen wir relativ schnell wieder. Oh, ich kann übrigens auch nochmal versuchen, meine Religion zu verbreiten. Das ist unser Plan, die Religion zu verbreiten, wo es bloß geht. Adlige fordern höhere Pensionen. Ihr spinnt doch. Ja, dann verliere ich halt einen Punkt Stabilität.
Wobei 10% Besteuerung, ja doch, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, ganz im Ernst. Geld, wen interessiert's? Die nächsten Konvertierungen sind durch. Was konvertieren wir als nächstes? Dich. Iskander Munshi. Nachdem er sein Leben lang der körperlichen königlichen Bürokratie gedient hatte, fertigte Beck Munshi eine großartige Chronik über die Geschichte unseres Staats an. Angefangen mit der Gründung unserer Dynastie, fährt Munshi mit der Nacherzählung der Ereignisse eines jeden Schahs fort. Die jüngeren Abschnitte der Periode, die von der Chronik behandelt wird, berichten von Munshis eigenen umfassenden Erfahrungen seiner Zeit im Dienste des Throns. Wow. Ich bekomme aber mal 400 Pracht, was natürlich einiges jetzt hier auslöst. Ich kann auch Kulturen jetzt hier schneller konvertieren. Wobei, die Frage ist, will ich die Militech... Ja, die setze ich mal lieber dafür ein. Har. Noch mehr Gefechtsbreite... Das ist super duper ole ole. Neue Infanterie, reformierte Aschfarit. Musketenstromkavallerie. Ja. Und die Lederkanone. Sehr gut. Und dann kann ich hier bei der Pracht noch was machen, denn wir sind im Zeitalter des Absolutismus. Erlaubt Staatserlass. Des Absolutismus. Monatliche Verwüstung geht dadurch zurück. Koste Rivalen wechseln geht zurück. Unterhalt benachbarte Forts gehen runter. Autonomie Abklingzeit. Nee. Kostenraue Behandlung. Oh, die administrative Effizienz möchte ich auf jeden Fall nehmen. Ja, das nehmen wir mal. Und wie sieht es eigentlich aus? Wie viel Absolutismus haben wir eigentlich? Nicht so wirklich. Ich habe ein Absolutismus-Maximum von 4. Halten wir mal fest, wir sind jetzt nicht so der absolutistische Herrscher. Oh, warte mal, hier haben wir auch nochmal eine Truppe. Dann gehen wir noch mit einer dahin. Okay, Leute, unsere Soldaten sind bereit. So bereit, wie sie es sein können. Beim nächsten Mal werden wir zuschlagen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.